Die Pistole sieht auch ziemlich geil aus. Good job, Supercop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Dein Ernst? Come on, you creepy ass stalker. You want stars? I'll give you stars. Du willst Stars? Ich will nicht das ihm geben, was er haben will. Ich habe gehört, dass man Menschen nie das geben soll, was sie haben wollen. Komm. Trau dich. Bitch. Das müsste mir erstmal gut Zeit verschaffen, von hier abzuhauen, bevor er mich roastet wie eine Bitch. So. Ah, vor allen Dingen Sachen noch aufzusammeln. Ja, warte mal. Explosive Fässer. I kinda like it. Er kommt. Baby! Riss! Oh, Kästchen! Ich weiß nicht, warum er noch mehr Kästen droppt, aber das könnte vielleicht die Munition sein, von der ich gesprochen habe. Okay, ich habe ihn jetzt erstmal geschwächt. Weg hier. Bevor er sich's anders überlegt hat. Das, was er am Kasten hat, gucke ich mir später an. Oh, das war schon Bilderbuch-like. So, gucken wir, was ist denn da drin? Noch mehr Waffenaussätze? Ja, komm. Ja, okay, komm. Also, das, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Zwei Waffenaussätze sind safe. Danach kommt, glaube ich, nur noch Munition. Aber, ey. Ich beschwere mich nicht. Hier, Bruder, noch einen Stahlträger, damit du da erst recht nicht an mich rankommst. Auf Wiedersehen. Carlos, do you copy? Carlos? Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Ja, das kriegen wir hin. Wir sind gut bewaffnet. Mit viel Munition. Oh ja, Munition. Uff. Uff. Uff, Karte auch. Uiuiuiuiuiui. A map of the area. Perfect. Wir haben richtig viele Spraydosen. Gefällt mir auch eigentlich ganz geil. So, grünes Kraut nehme ich raus. Flintmunition rein. Pistolmunition hier. Zack, zack. Ja, dann hatten wir noch hier ein rotes Kraut. Kombinieren wir. Machen wir daraus eine schöne, geile Mixtur. Bam, bam. Und dann würde ich sagen, speichern wir den ganzen Gedöns hier ab. Aber das war ja schon Bilderbuch-like. Also ich muss mich loben. Ich bin nicht nur seinen Angriffen richtig gut ausgewichen. Langsam. Schleppend, aber langsam komme ich mit seinen Attack-Moves zurecht, also seinen Patterns, also seine Muster, wie er attackiert, komme ich ansatzweise jetzt langsam mal klar. Das ist eigentlich ganz geil, warte mal. Oh, das wäre natürlich Hayet, Bibi. Und natürlich kann ich es nicht aufmachen. Das sind doch Taschen nochmal, noch für noch mehr Plätze. Also es ist möglich, noch mehr Inventarplatz zu holen. Wäre natürlich geil, ne? Okay. Die Frage ist, wie kommt man da überhaupt hin? Ich muss aufpassen. Kanalisation und Zombies und so, das... Also ich habe nichts gehört. Ausnahmsweise mal habe ich... Ausnahmsweise habe ich nichts gehört. Chill. Mach mich jetzt hier nicht selber paranoid. Okay, das ist da. Da kann ich wahrscheinlich nicht hin. Ich glaube, da bringt mir auch kein Dietrich oder sowas. Naja, na, gucken wir mal. Oh. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Hey, immer dann, wenn man in der Scheiße steckt. Danke. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser fordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Nett! Jo.
Looks like it needs a power source. Jo, das habe ich jetzt auch so gecheckt. Danke nochmal für die Klarstellung, aber jetzt weiß ich es auch. Ja, Kanalisation. Da wären unschöne Resi 2 Momente. Wenn er jetzt solche... Oh Mann, ey, wenn jetzt schon wieder diese Riesenbabys spawnen. Die waren ja letztes Mal richtig Katastrophe. Hier kann man hoch. Hier kann man noch erkunden. Warte mal, ich gehe erstmal auf Erkundungstour. Was ist hier erstmal? Ein bisschen die Karte hier komplementieren. Okay, da ist die Wache. Was ist das? Gürteltasche. Ach, das ist das, was ich gesehen hatte. Und auch nicht so viel, was man erkunden kann im Vergleich zu dem, was wir da gesehen haben. Also, macht es... Ja, guck dir das mal an. Das ist hier ein komplettes Kanalisationssystem hier. Hier, ich gehe mal hier erstmal nach oben. Ah, oh, mon Dieu. Braucht man natürlich auch einen elektronischen Akku. Aber kann man hier weiter? Jo, das geht doch wahrscheinlich, oder? Nee, geht nicht. Und lass mich raten, wahrscheinlich von der anderen Seite mit einem Schloss oder so versehen. Ja, gut. Aber wenigstens weiß man, hier kann man dann so eine kleine Abkürzung freischalten, womit wir dann wieder hierher, also quasi zum Ausgangspunkt zurückkommen können. Das heißt, irgendwie werden wir hier schon rankommen, wenn es drauf ankommt. So, ich bin jetzt unglaublich skeptisch. Unglaublich skeptisch. Also, wir haben die Wahl. Wohin geht's? Geradeaus, da geht's zum Büro oder zu diesem kompletten... Zu der Kanalisationssystem. Komm, gehen wir geradeaus. In der Hoffnung, dass... Was ist diese Scheiße? Ach du heilige Kacke, was ist das denn? What the f... Oh, Handgranate, ja, Baby. Hier, ich weiß nicht, was du bist... Ich will's auch nicht wissen, aber er lässt sich davon nicht beeindrucken. What the fuck was that? Aber okay, eine Handgranate und eine Schrotmoni reichen aus, um ihn zu ficken. Ey, mit solchen Dingern, da mache ich halben Prozess. Der blockiert ja den kompletten Weg. Also ich kann natürlich so stealth-mäßig da durch. Und Handgranaten sollte ich für Nemesis aufheben. Aber komm, ich habe noch... Wie viele habe ich? 2 Stück. Na komm, da geizen wir, meine ich, ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie viele von diesen Fuckern noch kommen. Aber wenn es geht, versuche ich mir so viel es geht, von dem wegzuschnappen. So, Tagebuch eines des Forschungsassistenten. Mhm, was da drüber, bla bla bla. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung, Träger. Ah, okay, das sind also ihre Namen. Gammas. Wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung, Träger, Kampfpotenzial gering. Mhm. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Also, nicht zu nahe kommen, sonst bist du, glaube ich, instant tot. Gut, kann ich verstehen. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Callisley ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Okay. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen, aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Alles klar. Also ja, wissen wir Bescheid. Fette, fette... Oh, Granat! Alter, da habe ich einen leicht steifen. Einen leicht steifen, muss man auch einfach sagen. Granatwerfer, das ist ja mega geil. Granatwerfer nehme ich mit. Halbautomatischer Granatwerfer-Prototyp, der verschiedene Geschossarten verschiebt. Kann das Nachladen, nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber der Schaden ist immens.
Woohoo! Baby! Sexy! Das ist mehr als sexy. Damit können wir Granaten einsparen und mit einem Granatenwerfer das Ganze hier bearbeiten. Oh, schön. Wunderschön. Das ist eine... Oh, guck dir das Ding mal an. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Rechnung von... Oh, Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Kauf eines Granatenwerfers. Wir haben besonders Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Okay, also quasi wie Claire Säuregranaten und Brandgranaten, nur wahrscheinlich dann gibt es andere Arten von Granaten. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügen Sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A zweimal, Blendgranaten, Sprengstoff A und Sprengstoff B, Säuregranaten, Sprengstoff B zweimal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würde uns gegen die Gammas nicht helfen. Okay, also es gibt auch Minengranaten. Ich denke mal, Minengranaten, du schießt sie, wenn sich irgendjemand annähert, explodiert die, badaboom. Okay, also, aber man braucht jetzt zusätzlich zu den Schießpulver, was wir aufgesammelt haben, unterschiedliche Sprengstoffarten, also einmal B und A. Also Doppel-A, Explosiv, Doppel-B ist Säure und Brandgranaten. Ich habe Blendgranaten gelesen, aber es sind ja Brandgranaten. Brandgranaten ist dann eine Kombination aus A und B. Gut. Ja, ist doch schon mal, und das denke ich mal, ist Sprengstoff B. Okay, gut. Natürlich, gegen die Gammas wäre das natürlich ein geiles Ding, ne? Du schießt das Ding einmal ab und ich denke mal, die sind wahrscheinlich mit der Kombination von einem Schrotgeschoss definitiv tot. Aber ich will, wie gesagt, da wollen wir sparen. Um jeden Preis. Da müssen wir auf jeden Fall sparen. Gerade das Granatenwerfer, das ist ja mal... Muah. Damit können wir richtig viel Damage machen, wenn wir sie gegen Nemesis einsetzen, wenn mal die Zeit kommt. Von daher würde ich eher behaupten, lassen wir es erstmal und befassen uns damit etwas später. Einen von den Wichsern haben wir ja schon mal ausgeschaltet. Wir müssen halt aufpassen, dass wir denen nicht zu nahe kommen. Da merkt er schon, dass es sich doch lohnt, sie zu töten. Weil wenn sie einen zu nahe kommen, habe ich das jetzt so richtig verstanden, instant tot. Will ich noch eine Granate opfern? Ich weiß nicht, wie viel Schrot man für die sonst braucht. Komm, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier Granatenwerfer, ja? Das ersetzt für meines Erachtens nach ein bisschen auch die Granaten selber. Ist zwar natürlich nur ein Inventarplatz, die sie kosten, aber immerhin spart man sich damit deutlich. Sparen wir lieber. So, wir haben die Wahl. Also es geht da ins Labor, da kommen wir wieder zurück. Tür mit elektronischem Schloss. Aber wir haben ja auch nicht den Akku, ne? So ohne Akku bringt mir das sowieso gar nichts. Und ich denke mal, viele von diesen kleinen Ficker werden noch kommen. Okay, der ist komplett tot. I like. Blubber mit der Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in ein Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte, stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht in den Schreibtisch... Was? Schreibtisch steht dann in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Hat dir das was gebracht, auf die Fresse hauen? Ich glaube, nö. Aber immerhin, du wurdest nicht auf ein Stück gefressen. Also, das ist doch schon mal ein Achievement. Darauf können nicht viele stolz sein. aber wir wissen Bescheid. Ziemlich flinke Fucker. Ich werde jetzt die eine Granate noch sparen. Wir werden jetzt uns ein bisschen, da wir jetzt Flintenmunition abbekommen haben, werde ich lieber ein bisschen ballern. Yo. Nee. Maus. Tischmanieren, mein Freund. Tischmanieren. Tischmanieren, Junge. Tischmanieren. Hat man dir keine Tischmanieren beigebracht? Tisch. Tischmanieren, habe ich gesagt. Tischmanieren. Tischmanieren. Okay. Also man kann sie auch mit Schrot killen, aber das kostet Unmengen an Munition.
Da bist du natürlich, wie gesagt, immer noch mit einer Granate. Pistole kannst du direkt vergessen. Ist gegen Zombies effektiv, das kann man schon so stehen lassen. Aber gegen solche Viecher brauchst du ein etwas stärkeres Kaliber. Gut, aber ich muss die Granaten sparen, ganz ehrlich. Wir haben noch mega viele Flintenmunition im Inventar. Da kann man sich auch mal leisten, ein bisschen mit der Schrot zu ballern. Da, vor allen Dingen, weil wir sie auch so wenig benutzt haben bis jetzt. Akku, perfekt. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Genau zwei Inventarplätze. Bingo. Ah, ja, das ist natürlich nicht so geil. Und ich glaube, ja doch, warte mal, kombinieren. Ich muss das jetzt so notgedroschen machen. Ansonsten hätte ich das hier liegen lassen müssen und ich hätte es ungern liegen gelassen. Was gibt's hier noch so Schönes? Es gibt noch Scheiben. Ah ja, hier kann man noch weiter. Grünes Kraut. Dafür passt der Inventarplatz echt nicht rein. Und noch Schloss. Und noch... Oh, Baby, da ist ja noch so viel zu holen, ey. Grundgütiger. Jetzt haben wir das Problem. Oh Mann, das wäre so wichtig, das Ding mitzunehmen. Notiz, ein Liebesbrief. Oh Mann, meine kleinen Lieblinge. Es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Okay, pädophil und geistesgestört. Wir wissen Bescheid. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Oh nö, sagt mir jetzt nicht, es gibt hier auch Hunters. Ach du Scheiße, ich kenne sie nur aus dem ersten Teil und mit denen willst du dich nicht anlegen. Die sind noch schlimmer als Licker aus dem zweiten Teil. Da werden wir definitiv Granatgeschosse brauchen. Und doch befallen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meine geliebten Hunter Gammas wahrhaftig überlegen seid. Okay. Also, sie mögen Feuer überhaupt nicht. Und so wie wir es jetzt auch gerade festgestellt haben, sobald sie ihre kleine Münder aufmachen, sollte man dann anfangen zu ballern, weil dann scheinbar fressen sie mit am meisten Schaden. Gute Anhaltspunkte für mich. Ein bisschen Backtracking muss ich ja dann doch machen, wegen dieser Sprengstoffmunition. Die will ich nicht liegen lassen. Das ist halt leider so. Auch wenn es jetzt bedeutet, dass wahrscheinlich noch mehr von diesen Motherfuckers kommen werden. Ich will die Scheiße haben. Hallo, Sprengstoffmuni. Vom Typ A. Das ist geil. Damit könnte ich mir Säuregranaten herstellen. Nicht unbedingt geil gegen die. Das muss man auch einfach so gesagt haben, wie es ist. Aber... Oh, scheiße. Hab nicht meine Schrot gezuckt. So. Haltet eure Guschen. Mach mal das Mundchen auf. Ja, genau. So ist gut. So ist fein. Schön machen, was Papa sagt. Schön sagen, was Papa sagt. So, jetzt packen wir mal ein bisschen die Pistole aus. Oh, das reicht ja auch schon. Guck mal. Er läuft weg. Och, wie süß. Fühlst du dich angegriffen? Habe ich deine Gefühle verletzt? Habe ich deine Gefühle verletzt? Das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. So, dummes Scheißviech. Ja. Ugly as shit. So, ich könnte natürlich wieder zurücklaufen und mir schon was holen, aber... Ah, könnte ich echt machen. Nee. They watch me whip. They watch me, nee. Denk mal, das Büro müsste ja freigeräumt sein, oder? Hier hinter mir ist nichts, passt. Hier kommt auch nichts, passt. Also können wir hier, habe ich mir erstmal so ein bisschen den Laufweg freigeschaufelt. Finde ich ja schon mal erstmal soweit ganz gut. Das heißt, wir können hier alles zur Seite legen. Ich würde mal sagen, Heilung dann weg, genau. Wir haben zwar kein Gemisch, aber das ist jetzt nicht schlimm. Akku brauchen wir. Es sind drei Plätze, die wir da machen. Komm, Schrot kann kurz erstmal weggehen. Nein, wobei, Schrot für den Fall der Fälle nehme ich doch mit. Pistolmunition kann erstmal kurz weg, bis wir erstmal alles aufgesammelt haben. Und dann kann man wieder alles mitnehmen. Wichtig! Also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Akku einfach mal scheiß 2 Inventarplätze voll hat. Sonst hätten wir definitiv schon mal was mitnehmen können. Um da ein bisschen schon aufzuarbeiten.
Aber gerade der Sprengstoff. Huiuiui. Säuregranaten, die hätte ich ganz schon ganz gerne. Oder Brandgranaten. Oder einfache Granatgeschosse. Die Kombinationen sind sehr vielseitig. Je nachdem, ob wir sie jetzt direkt behalten. Oh, guck mal an. Das habe ich sogar übersehen. Und wieder ist mein Inventarplatz voll. Nice. Ja, komm, ganz ehrlich. Bevor ich mir das antue, mache ich das jetzt einfach so. Gehen wir rein. Schwipp, schwapp. Zack. Grünes Kraut. Ah, oh, das tut mir immer so von Herzen weh. Ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal kurz einen Cut. Ich hole mir alles erstmal hier zurecht, weil das ist jetzt langweilig, nochmal das anzusehen. Und wir sehen uns gleich wieder.